Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, liegen hier mehrere Bastelobjekte und ihr bekommt auch für alle eine Anleitung. Allerdings passt das nicht alles in ein Video rein. Deswegen nehme ich jetzt eine Einleitung sozusagen auf. Die werdet ihr vor jedem der drei Videos, es werden drei Videos, sehen. Und ja, ich habe hier einmal eine Ziehverpackung. Das ist eine Box mit einem ganz speziellen Effekt. Den zeige ich euch in dem Video, wo ich die Anleitung für die Box mache. Nicht verpassen, das ist genial. Habe ich noch nie vorher gemacht. Dann eine Serviettenverpackung und eine Karte mit den neuen Stanzformen von Stemming Up mit dem Drehen. Und ihr bekommt, wie gesagt, drei Videos. Diese zwei Verpackungen sind in einem Video und für die Karte ist es ein extra Video und für die Box ist es ein extra Video. Also in der heutigen Anleitung geht es um diese Karte. Ich fahre euch mal einen Ticken näher ran. Das ist mit dem Set der richtige Dreh gebastelt. Und dekoriert habe ich es natürlich passend zum Thema. Und ja, ihr werdet sehen, es gibt ein paar Verbesserungsmöglichkeiten im Video. Es läuft nicht alles so glatt. Und hier habe ich geschrieben und nicht gestempelt, weil ich keine passenden Stempel habe. Und deswegen, man kann ja auch was reinschreiben. Ihr könnt was reinstempeln, ihr könnt was reinkleben. Ja, und genau, ich hoffe, die Anleitung gefällt euch und nehmt auch die Verbesserungstipps mit von mir. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir am Ende vielleicht ein Däumchen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt. Oder wenn ihr auch noch Lust auf die anderen zwei Anleitungen habt, beziehungsweise drei, also die anderen zwei Videos. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann könnt ihr auch gleich auf diese Glocke unten drücken. Da werdet ihr immer kostenfrei informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt viel Spaß beim Basteln! So, jetzt legen wir mal los mit der Karte. Sieht etwas wild aus bei mir, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich es drehe, habe ich die Karte noch nicht, die ich euch jetzt zeigen kann. Deswegen nehme ich den vorherigen Teil des Videos danach auf, sozusagen. Also, ich habe mich für eine Kartenbasis entschieden. Das ist Espresso. Könnt ihr natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Und ein Einleger, also der Aufleger, nein, der Kartenrohling hat die normalen Maße. Das ist die Hälfte von dem DIN A4. Der ist 21 lang und 14,85, also dieses krumme Maß. Von der Höhe her, in der Mitte gefalzt bei 10,5. Das falzen wir uns jetzt gleich mal nach, wenn ich mein Falzbein finde. So. Und das wird also eine ganz normale Karte zum Aufklappen. So. Oh, ich habe hier Stanzformen noch rumliegen. Das geht ja gar nicht. Gleich mal wegräumen. Sonst sind die dann fort. So, ein Einleger zum Beschriften. Ich wollte jetzt mal den ein bisschen verzieren. Ich habe jetzt eine von... Ich habe ganz viele Bordüren. Also je nachdem, zu was für einem Thema das ist. Ich habe jetzt so eine ganz neutrale Lochung gemacht am Rand. Dass es so ein bisschen unregelmäßig gewellt ist mit ein paar Löchern und so einem Stitchrahmen. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, von was für einer Firma diese Bordüre ist. Ich glaube, das ist einfach so eine No-Name-Action-Stanze oder irgend sowas kann das sein. Und da müsst ihr mal schauen, was ihr habt, wenn ihr eine Bordüre machen wollt oder irgendwas anders zu verzieren. Oder halt ohne Verzierung und ihr stempelt was rein. Ich wollte jetzt gar nichts reinstempeln, weil ich brauche ein bisschen Platz zum Schreiben. So. Und das würde ich mir dann da reinkleben. Und obendrauf kommt eigentlich das Interessanteste. Wir arbeiten heute nämlich mit dem Set der richtige Dreh. Und passend zum Thema Essen mit diesem hier. Und ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Also, wir brauchen einen Karten.
Aufleger sozusagen. Da habe ich mir jetzt aus dem Papier ganz meinen Geschmack, so ein bisschen Holzoptik genommen. Es sollte nicht zu dunkel sein, aber auch nicht zu hell. Ich finde, das passt jetzt zu dem Espresso eigentlich ganz gut. Und das findet ihr, das ist dieser Rahmen hier. Der stanzt euch das aus mit so einer gestitchten Kante, auch so einem Loch für das Rad, dass man es drehen kann, und so einem Löchlein hier. Das ist da schon drin. So, und jetzt habt ihr ganz viele verschiedene Sachen, wo ihr euch aussuchen könnt. Also ihr seht, überall sind solche Formen, die so ein Loch unten dran haben. Das gibt es als Herz, als Kreis. Das gibt es als so ein Viereck. Und ich habe jetzt dieses hier genommen. Das hier. Das müsst ihr in einem zweiten Schritt stanzen. Wenn ihr das dann habt, ich zeige es euch mal, dann legt ihr euch, das ist dann also noch nicht da, müsst ihr euch jetzt vorstellen, das hier hin und passt das in dieses Loch ein. Ich habe es mir dann mit so einem kleinen Washi-Tape festgemacht und habe das so durchgestanzt. Dann kriegt ihr diesen Rahmen oder halt einen von den anderen raus. So. Ich brauche das, weil ich ein bisschen Text unterbringen möchte. Deswegen habe ich mich jetzt für das Größte entschieden. Und dann habe ich mir das Ganze nochmal, aber ohne diese Aussparung, ausgestanzt, weil ich möchte das hinten ein bisschen verstärken. Diesen Tipp habe ich gesehen im Video. Ich habe schon wieder vergessen. Stempel, bla bla. Ich schreibe es euch oben hin. Also hier oben. Und die hat so ein bisschen ein Video gemacht, wo sie diese Stanzformen erklärt. Und ich fand das eigentlich ganz gut, dass dieses Rad dann quasi nicht direkt auf der Karte ist, sondern so ein bisschen abgehoben, dass man leichter drehen kann. Und deswegen habe ich mir noch so eins ausgestanzt. Das kommt dann einfach hinten dran. So, dann habt ihr hier diese Stanzform. Da kommt das raus. Mit dem Loch in der Mitte. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennen kann hier in dem Video. Hier sieht man so ein bisschen diese Führungen da in der Mitte. Also das soll ja nichts ausgestanzt sein. Es prägt halt trotzdem ein bisschen ins Papier. Ich finde das gar nicht schlimm, weil es hilft mir, zumindest bei dieser Form vom Fenster, wo ich reinschreiben kann. Ich habe also hier drei Felder und die nutze ich. So, ich sage reinschreiben, weil ich habe keine passenden Stempel dafür, was ich da reinschreiben möchte. Deswegen schreibe ich heute. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt hier was reinstempeln, ihr könnt was reinkleben, ganz wie ihr wollt oder so wie ich heute etwas reinschreiben. So, dann habe ich noch diese Herzen hier genutzt. Dieses, das ganz kleine und das hier als Zierelemente. Das werdet ihr gleich sehen. Und wo habe ich sie denn? Die Pfeile hier. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, und dann habe ich natürlich noch das Set What's Cooking benutzt, die Stempel und die dazugehörigen Stanzen. Da habe ich mir hier das alles schon vorbereitet. Ich habe aus diesem roten Samtpapier, was es zu, das war Mini-Katalog Herbst-Winter letztes Jahr, zusammen mit diesen Weihnachtssternen. Da habe ich mir das Messer und den Löffel ausgestanzt und auch das mittlere Herz von den Herzen, wo ich euch gezeigt habe. Die anderen beiden Herzen, das große, das ganz kleine, da habe ich dieses Perlmuttpapier genommen. Das gab es zu dieser Meeresreihe. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich schreibe es euch hin. Das Papier gibt es jetzt leider nicht mehr. Dann habe ich mir diesen Salz- und Pfefferstreuer in Schwarz aufgestempelt und embossed. Ihr seht, es glänzt so ein bisschen und ausgestanzt. Mit den Töpfen, die habe ich etwas schwächer gemacht. Die glänzen auch. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ich habe es mit Silber gestempelt. Also ihr könnt es auch in Schwarz machen und dann auch gleich embossed mit klarem Embossingpulver. Und dieses Gemüse, das habe ich gestempelt und ein bisschen koloriert mit Aquabuntstiften und meinem Blending-Stift, den ich ja so gerne nehme. Das sind hier zwei Tomaten, glaube ich, sollen das sein. So Sellerie, Champignons,
Weiß auch nicht, ob ich die alle brauche. Habe ich jetzt ausgeschnitten, da gibt es keine Stanzform dafür. Also, ihr seht, es ist jetzt auch nicht 100% perfekt, aber es passt schon. So. Und jetzt wollen wir das verzieren. Und als allererstes müssen wir tatsächlich mit diesem Rad anfangen, wenn wir das dann zusammenbauen. Ich möchte das jetzt eigentlich beschreiben, bevor wir das zusammenbauen. Wobei man könnte es eigentlich auch machen, wenn es dann schon zusammengebaut ist. Aber ja, also das sieht dann so aus, ne? Ich habe jetzt ein Problem. Und zwar, ich habe keine solche Klammern, die hier durch, wir müssen das jetzt zusammen klammern, sag ich jetzt mal. Also verbinden. Das macht man ja mit solchen Klemmerchen. Die sind jetzt allerdings etwas größer. Das habe ich jetzt so für den normalen Postversand. Ich habe kein, also ich habe ein paar, die sind klein, die haben eine andere Stärke. Ich zeige es euch mal daneben. Aber die sind mir zu wuchtig. Ich will das jetzt nicht oben drauf haben. Das sieht man ja. Zwei so Perlen. Also möchte ich mir dieses Loch größer machen. Dieses hier. Und das mache ich jetzt mal als allererstes, bevor ich irgendwas beschrieben habe. Weil wenn es nicht klappt, kann ich nochmal so ein Ding ausstanzen. Ne? Und habe mir nicht die Schreibarbeit schon gemacht. Da nehme ich mir jetzt zur Hilfe mein Mint-Tape, was ich da mal so habe. Oder ihr nehmt ein Washi-Tape, wo nicht mehr so viel Klebekraft hat. Damit ihr das dann wieder ablösen könnt. Und ich passe mir das jetzt hier so genau an, dass das genau übereinander liegt. Seht ihr das? So. Und jetzt klebe ich mir das hier so rum. Am besten an zwei Seiten. Dass das miteinander verbunden ist. Wenn ich das jetzt loslasse, das hält ja trotzdem, ne? So. Ihr könnt das jetzt mit einem Lochwerkzeug eurer Wahl machen. Ich habe jetzt das Problem, ich habe ja die normale Crocodile. Ich zeige sie euch. Die da. Aber die kommt nicht so weit rein. Das ist der Platz sehr eingeschränkt, wenn ich das hier versuche reinzu. Dann hört es hier auf. Ich komme nicht bis zu der Lochung. So. Ich habe aber eine große. Ihr müsst mal schauen, ob ihr das vielleicht auch mit einem, mit irgendeinem anderen Tool macht, mit so einem Piekser vielleicht oder so, dass ihr das Loch größer kriegt. Natürlich vorsichtig. Ich habe jetzt diese Crocodile, die ist extra größer, damit ich ganz viele Sachen, also ich könnte hier auch eine Buchseite irgendwo lochen, die passt halt hier rein. Und ich habe mir jetzt schon ein Probeloch gemacht mit dem hier, mit der kleinsten Einstellung und habe getestet, dass diese Fetten hier durchpassen. Und das tun sie. Und dann dreht sie es auch noch. Also, das ist ja wichtig. Und das mache ich mir jetzt hier. Ich versuche jetzt dieses Loch hier so zu lochen. Also hier bei diesem ersten Loch, ihr seht jetzt da, wo es runterkommt. Das so einzulegen, dass ich dieses Loch quasi vergrößere, aber mir hier nicht diesen Rand kaputt mache. Ich hoffe, das gelingt mir. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel sehen. Ist ein bisschen blöd. Ich kann sie ja auch nicht schief halten. Weil ich ja sonst nicht sehe, wo ich loche. So. Ich habe es getan. Und das Loch ist jetzt größer. Und jetzt passt auch dieses fette Teil dadurch und dreht sich. Durch das Loch vorher hätte das nicht gepasst. Also das hier. Bei dem brauche ich das ja nicht. Das ist ja hinten dran. Aber ihr seht, ich komme da nicht durch. Ich müsste es kaputt machen. Und dann würde es vielleicht an einer Stelle reißen, wo ich nicht will. So, das haben wir jetzt schon mal erledigt. Und jetzt kann ich mir das hier auch wieder ablösen. So. Wunderbar. Und jetzt möchte ich mir das beschreiben. Also, im Normalfall, wenn ihr andere Öffnungen habt, würde ich tatsächlich mir entweder eine Schablone machen oder das hier schon dran
Wursteln und dann versuchen, diese Aussparung entweder zu markieren oder in diese Aussparung zu stempeln. Ich habe ja jetzt diese Markierungen hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist für mich so ein Hinweis, worin ich schreiben kann. Und das mache ich jetzt mit einem Stift. Und ich hoffe, ich verschreibe mich nicht, weil sonst muss ich das nochmal machen. Und ich schreibe das jetzt einfach hier rein und lasse euch das schnell mitlaufen und sagt nichts. So, ich bin fertig. Ihr sehen müsst, habe ich den Stift wechseln müssen, ne? Man sollte sich Stifte aussuchen, die ja noch funktionieren. Der fliegt gleich mal in den Müll. Zack. Also, eigentlich soll es hier losgehen. Ich halte es euch jetzt mal hier so ran. Es ist jetzt nicht perfekt. Ich hätte es ein bisschen weiter unten machen können. Aber geht. Ich überlege, ob ich jetzt hier noch so ein bisschen verziere. Damit soll es gar nicht losgehen. Damit. Das ist das erste Feld, was so eingestellt ist, wenn die Karte ankommt. Dann soll es nach da drehen. Das ist natürlich blöd, wenn man es noch nicht festgemacht hat, ne? So. Das ergibt jetzt eigentlich erst Sinn, wenn man weiß, dass es einen Essensgutschein gibt. Dann passt das. So. Und jetzt werde ich tatsächlich hier vielleicht noch ein bisschen mit ein paar Pünktchen stempeln. Das mache ich gleich mal. Aber da ist es natürlich sehr viel besser, wenn ich hier eine Schablone habe. Wobei, ich kann es eigentlich überall in der gleichen Farbe stempeln. Da suche ich mir jetzt mal meine Lieblingspünktchen aus. Ich bin gleich wieder da. So, meine Lieblingspünktchen sind aus dem Stempelset Wiesenruhe. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Und ich nehme jetzt, ich will ja im Farbkonzept bleiben. Da ich ja hier die Töpfe schon silbern embossed habe, ich will jetzt nicht so viele verschiedene Farben reinbringen. Und Rot ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Nehme ich jetzt so eine silberne Farbe. Und also wenn ich jetzt in jedem Feld andere Punkte machen würde von der Farbe her, dann müsste ich mir jetzt eine Schablone basteln. Aber so geht das eigentlich. Ich kann ja jetzt hier voll rübergehen. Und ganz wild stempeln eigentlich. Gucken, ob man das jetzt alles noch lesen kann. Ja, doch. Schauen mal, wie es hier so hinten dran aussieht. Sieht jetzt nicht mehr ganz so leer aus, ne? Ja, hier in der Mitte noch. Warum habe ich hier in der Mitte nichts gemacht? So. Da sah es ein bisschen nackig aus. So. Und den mache ich dann gleich sauber. Jetzt können wir uns das eigentlich, das Grundgerüst zusammenbauen. Und danach verzieren, weil so sehr viel mehr, dadurch, dass ich alles vorbereitet habe, ist es ja nicht. Wo geht's denn los da? Machen wir gleich richtig rum, oder? So. Und dann nehme ich mir jetzt hier. Ich überlege gerade, ich habe welche in Silber. Silber ist vielleicht besser, falls du mal eine rausspinnst. Ich habe Silber und Gold. Wir nehmen jetzt Silber. Ich habe gesehen, bei Stamping Up im Katalog gibt es so Spreizklammern in Weiß und Schwarz. Da kann man sich die Weißen ja dann auch anmalen. So, jetzt habe ich mir das hier hinten so gemacht und jetzt drehen wir mal. Das funktioniert also. So, funktioniert super. Und weil ich es ja jetzt hier drauf machen möchte mit so einer Verstärkung, muss ich mir jetzt hier Kleber aufbringen. Also, wir bringen uns überall da den Kleber auf. Nicht auf dieses Rad, das muss ich drehen, sondern drumherum. Hier
ist es ein bisschen schwierig. Also entweder lässt man hier diese kleine Stelle weg oder man macht hier hauchdünn so einen Streifen hin, dass dieses Rad nicht eingeklemmt wird. Ihr könnt das jetzt mit Flüssigkleber machen, ihr könnt das mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich nehme jetzt mal flüssig, obwohl der verhält sich in letzter Zeit so komisch, weil der so durch die Hitze so dünnflüssig ist. Da kommt mir so viel rausgebatzt. Ich nehme mir jetzt ein doppelseitiges Klebeband, bin gleich wieder da. So, ich habe mir jetzt mal doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Also der Nachteil ist, ich muss es halt jetzt extrem genau positionieren beim ersten Mal. Mit einem Flüssigkleber habt ihr natürlich die Chance, noch ein bisschen zu verrücken. Und ihr seht, also nachdem das Rad hier, ich hoffe, man kann das gut erkennen, teilweise so ganz kleines bisschen hin und her hubbelt, habe ich jetzt hier an der allerengsten Stelle nichts gemacht. Und hier verschiedene dicke Klebebänder benutzt. So, da ziehe ich mir jetzt die Schutzfolien ab. Und dann klebe ich das da hier drauf. Beziehungsweise das auf das andere. Und dann prüfen wir natürlich sofort, ob der Mechanismus noch funktioniert. So, ihr seht, es hat geklappt. Jetzt gucken wir mal, ob sich noch dreht. Dreht sich noch, ne? Wunderbar. Und bevor wir uns das jetzt auf die Karte kleben, weil das machen wir erhöht, dekorieren wir uns das. Das geht nämlich einfacher, wenn es noch relativ flach da liegt. Und ich habe mir jetzt halt hier schon so einen kleinen Spruch rausgeholt. Der ist aus dem Libellengarten. Den habe ich schwarz embossed. Ich hoffe, man sieht das. Und das Etikett habe ich. Ich suche es euch raus, was das für ein Stanzenset ist. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Da müsst ihr halt mal schauen, je nachdem, was ihr für einen Spruch nehmt, dass ihr dann ein passendes Etikett dafür habt, ne? Also, das soll dahin. Und jetzt habe ich ja hier dieses, ich sag mal, hässliche Nuppel. Das möchte ich natürlich verdecken mit diesem Herz hier. Und das ist jetzt in diesem Perlmutt-Glanzpapier. Ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt, wie das glänzt. Oder vielleicht mit dem größeren. Na. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. So ein bisschen, ne? Das sieht halt sehr edel aus und ich würde halt diese drei Herzen hier so übereinander kleben und dann hier mit so Abstandsklebepads drauf fixieren, damit das Nupsi hier nicht auffällt. So habe ich mir das gedacht. Und das machen wir gleich schon mal mit so Klebepunkten. So. Da bringen wir natürlich erstmal dieses Herz hier, das rote. So, hier auf. Ich wollte das eigentlich schon so. Ich wollte das nicht gerade übereinander setzen. Das sollte irgendwie ein bisschen versetzt sein. Habe ich mir so eingebildet. Je nachdem, wie ihr diese Oberfläche verziert, könnt ihr natürlich ganz andere Sachen nehmen, um das zu verdecken. Oder ihr nehmt ein farblich passendes, wo dann richtig gut aussieht auch. Dieses Nuppel da in der Mitte. So habe ich das jetzt gemacht. Und das würde ich jetzt so mit Abstandsklebepads drauf nehmen. Und dann nehme ich eine kleine. Weil ich habe ja nicht so viel Platz rechts und links. Schauen wir mal, dass ich hier an der Seite welche nehmen. Da. Und eins vielleicht unten noch. Das ist stabil. Das schaut so nicht aus. Ich glaube nicht. Ziehe ich mir gleich ab. Und tun wir gleich hier drauf als Deko. Also auch aufpassen, dass wir es jetzt hier nicht auf dieses Drehelement drauf machen, ne? Also funktioniert noch. Wir sollen das andere Ding ja nicht
zukleben, sondern das soll ja passen. So, geht noch. Immer mal zwischendrin prüfen, ob es noch geht. Man hätte jetzt natürlich dieses Nupsi, die Verbindung auch hier hinten raus noch machen können, da wir sind Abstandsklebepads aufkleben. Wäre das vielleicht sogar geschickter gewesen, ne? So ist es halt, wenn man noch keine Beispielkarte hat. So, und jetzt ist der Rest eigentlich noch Dekoration. Ich habe also dieses Schild. Und ich habe diese Töpfe hier. Und ich hatte mir das hier aus diesem Samtpapier ausgestanzt. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das hier anordne. Ob das vielleicht nicht sogar zu viel ist, ne? Also vielleicht lasse ich auch was weg. So, dann haben wir ja hier noch diese Pfeile. Das habe ich euch ganz am Anfang mal gesagt. Das habe ich aus diesem Permutpapier ausgestanzt. Wow, da kommen zwei raus. So einer und so einer. Ich würde jetzt tatsächlich diesen längeren in diese Richtung, das in diese Richtung gedreht werden soll. Und ich bin am Überlegen, ob wir den überhaupt brauchen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der eine reicht. So. Und dann hätte ich jetzt hier noch so ein bisschen Gemüse. Keine Ahnung, ob wir da alles brauchen. Flup. Ich würde das Schild auch erhöht aufkleben. Die Töpfe sollen eigentlich hier nur so vorgucken. Ich fange jetzt mal an mit Aufkleben. Das mache ich jetzt mal mit Flüssigkleber. Ich wage es. So, also erst dieses Messer. Und dann nehmen wir noch den Löffel. Und die Töpfe. Gucken hier. Und dann würde ich tatsächlich schon erstmal dieses Etikett aufkleben, auch natürlich erhöht. Da kann man jetzt natürlich größere nehmen. Hier haben wir mehr Fläche. So. So. Na. Gucken, dass ich jetzt hier gerade komme. Okay, dann könnte ich hier noch diese Streuer aufkleben. Die habe ich im Post. Ich glaube, das habe ich euch schon gesagt. Die werden direkt aufgeklebt. So. Und jetzt habe ich diesen kleinen Mini-Pfeil. Das finde ich jetzt immer sehr schwierig mit dem Kleber. Da werde ich ein bisschen mit dem Finger verteilen müssen, glaube ich. Dass das nicht so rausbatzt. Bah, ich klebe mir kleinen Fingernagel. Den kleben wir jetzt hier oben drauf.
So, jetzt habe ich es mir hier draufgeklebt und jetzt dekoriere ich noch ein bisschen mit dem Gemüse. Das mache ich jetzt mit so Mini-Klebepunkten. Ich denke, das langt mit den Mini-Klebepunkten hier. Da muss ich jetzt nicht noch mit dem Flüssigkleber darum machen. Hier dazwischen ein. Wo haben wir den Champignon da? So. Und ach, der andere war da unten. Nehmen wir mal hier noch einen hin. Eine Tomate haben wir noch. Die kriegt man auch noch unter. So. Mal schauen, wo wir die hin tun. Vielleicht hier oben in die Ecke. So, jetzt haben wir es eigentlich dekoriert. Also das Herz hier verdeckt in der Mitte. Und der Rest ist Deko. Und nun, oh, ich habe hier einen Sellerie vergessen. Moment, der kommt natürlich auch noch drauf. Den habe ich noch nicht festgeklebt gehabt. Wie kann das sein? Zack. Jetzt. Jetzt brauchen wir Abstandsklebepads. Dann nehme ich hier diese Streifen. Die bieten sich ja an. So. Da orientiere ich mich jetzt an dieser gestitchten Linie. Dann natürlich nicht hier komplett drüber ziehen, wir haben ja hier eine Aussparung, ne? Also vorher abschneiden und auf der anderen Seite weitermachen. So, haben wir was zur Stabilisierung hier. Jetzt habe ich hier noch die Ränder. Die kann man natürlich auch nehmen. Man kann alles verwenden. Na, geh weg. So, und dann kleben wir hier noch die anderen Sachen auch noch an. Also ich hoffe, bei euch ist es nicht so heiß, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich zerfließe hier. Mit der Festbeleuchtung, damit ihr auch was seht. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann machen wir jetzt hier in der Mitte. Noch ein bisschen was, damit es nicht durchhängt, wenn wir das aufkleben. Also einen habe ich noch über, den kann ich beim nächsten Projekt verwenden. Und jetzt drücke ich mir das überall noch mal schön fest. Und dann ziehe ich mir die Schutzfolien ab. Na. Und sich natürlich nicht selber ankleben dabei. Hab schon Talent dafür. So. Ich glaube, das habe ich alle abgezogen. So, jetzt brauchen wir natürlich die Kartenbasis. Darauf achten, wie rum es aufgeht, ne? So, und das sollten wir uns jetzt natürlich hier schön gerade und möglichst mittig und überall den gleichen Abstand. Ich hoffe, ich. Oh, nein. Es ist ein bisschen schief. Ich glaube, die Empfängerin wird es mir verzeihen. So, jetzt sieht das so aus. Also, ihr könntet natürlich hier, wenn euch dieser Rand zu groß ist, auch noch eine Mattung unten drunter machen, die dann farblich nochmal hervorsticht. Aber ich fand jetzt den Kontrast ganz gut mit dem Espresso und wollte das absichtlich so. Und jetzt gucken wir nochmal, dass das hier schön funktioniert. So, also wenn ich euch einen Rat geben kann, dann macht halt diese Klammer,
durch die zweite Lage unten, die das stabilisiert auch noch, dann geht es bestimmt ein bisschen leichter mit dem Drehen. Das funktioniert schon, ist aber ein Ticken schwergängig hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo das Rad sich ein bisschen bewegt, weil ich das Loch ein wenig größer gemacht habe. So. Jetzt geht es leichter. Ich glaube, es hat sich irgendwo verhakt. Ich glaube, ich muss das noch ein paar Mal hier üben, bevor ich das verschicke. Also theoretisch sollte das leicht gehen. Tut es auch. So. Jetzt geht's. So, wunderbar. Haben wir genug getestet. Jetzt haben wir es wieder eingestellt. So, also das ist jetzt der Grund, warum ich hier dieses Rad nicht weiter unten haben wollte. Stellt es scharf. Damit man hier so dazwischen greifen kann und das besser drehen kann. So, aber beim nächsten Mal muss ich echt diese Klammer unten reinmachen. Und jetzt, was noch fehlt, ist, so ganz zum Schluss natürlich, das Innenleben. Den Aufleger, also den ihr natürlich auch gestalten könnt. Den klebe ich mir jetzt auch noch ein, damit ich viel Platz zum Schreiben habe. Habe ich halt jetzt nichts reingestempelt. So. So sieht die Karte jetzt aus. Und ich hoffe, dem Empfänger gefällt sie. Und ich hoffe, ihr habt Lust, sowas nachzubasteln. Also muss ja gar nicht in diesem Design sein. Ich wollte euch nur zeigen, ihr könnt auch was reinschreiben. Ihr müsst jetzt gar nicht unbedingt stempeln. Mit Stempeln geht es natürlich einfacher. Ist klar. Und die Schrift ist meistens schöner als meine. Aber ich habe halt nicht für alles einen Spruch und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man das so passgenau mit einem Drucker da reinkriegt. Da bin ich nicht so besonders gut drin. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen hoch und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr meine anderen Bastelvideos nicht verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!